So, dann dürfen wir den Aufruf auch an die Außenstehenden wieder bringen. Es geht weiter. Wir haben das nächste Thema, dem wir uns hier annehmen, und zwar die Gelbfärbung von weißen Kunststofffenstern als Themenblock. Neueste Erkenntnisse, was hat sich da getan, was erwartet uns da und worauf muss ich denn als Fensterbauer achten, wenn ich dann mit solchen Themen konfrontiert bin. Prima, Dankeschön. So, herzlichen Dank. Wir kriegen seit ein paar Jahren ein Problem bei weißen Kunststofffenstern, und zwar, dass die Oberfläche sich gelb verfärbt. Wir sind ja im Moment am Anfang der Analyse, am Anfang der Erklärungen. Wir sind schon relativ gut auf gutem Weg. Und zwar kriegen Sie bei Kunststofffenstern hin und wieder die Reklamation, dass Sie im unteren Bereich der Fensterprofile gelbe Flecken oder komplette gelbe Verfärbungen bekommen. Im Moment wissen wir, dass es zwei Sorten von diesen zwei Ursachen dieser Gelbverfärbungen gibt. Und zwar haben wir einmal die Gelbverfärbung im Bereich von Punkten. Wir haben isoliert betrachtet gelbe Punkte auf der Oberfläche und wir haben eine gleichmäßige flächige Verfärbung der Oberfläche. Bei den Punkten ist es interessant, dass diese häufig im Bereich des Zentrums dieser Flecken entweder einen dunklen Punkt haben oder einen hellen Fleck haben, also gerade das Gegenteil. Hier sehen Sie gelbe Flecken, die in der Mitte im Zentrum einen dunklen Punkt aufweisen. Und man hat sich da lange überlegt, was ist die Ursache für diese punktförmige Bildung. Auch hier sehen Sie nochmal eine Makroaufnahme. Ich gehe nochmal dichter ran an diese Oberfläche. Sie sehen hier die Spitze eines Minenbleis. Das hat 0,5 mm im Durchmesser. Sie sehen also, diese dunklen Punkte, um die herum sich diese Gelbverfärbung bildet, sind sehr, sehr klein. Gar nicht so einfach mit dem Auge zu erkennen. Man glaubt heute oder man ist sich sicher, dass Eisenstaub hier auf die Oberfläche gerät. Wenn Eisenstaub sich an der Oberfläche festkrallt, nicht wegkommt, kriegen Sie über Regenwasser ein Öffnen, ein Oxidieren dieses Eisenstaubes. Das verteilt sich in der Umgebung. Wenn jetzt noch UV-Licht dazukommt, kriegen Sie eine Veränderung im Bereich des PVCs, was solche gelben Flecken erzeugen kann. Hier sehen Sie übrigens in der Mitte einen dunklen Punkt. Das sind dann immer diese Eisenstäube, die hier in der Mitte hängen bleiben und um die herum sich dann diese Flecken bilden und das Ganze dann auch vergrößern. Wenn irgendwann mal durch Putzen dieser Eisenstaub, dieser Eisenkrümel entfernt wird, haben Sie genau an der Stelle einen weißen Fleck und außenrum die Gelbverfärbung. Wir haben dann lange überlegt, woher kommen diese Gelbverfärbungen, diese Eisenstäube. Man hat dann auch innerhalb der Branche das Ganze untersucht, dieses Phänomen. Man hat dann Erklärungen gefunden über Kreuzungen, bei denen die Bremsscheiben von Autos, wenn gebremst wird, Eisenstaub erzeugen, Eisenbahnlinien in der Nähe, die Eisenstäube aufwirbeln, Industriegebiete, die Eisenstäube aufwirbeln. Unter Umständen, wenn Sie in der Nähe von einem Fluss sind, wo Binnenschiffe durchfahren, dass quasi in diesem Öl, das da verbrannt wird, Eisenstäube drin sind. Aber es war immer ein bisschen kurios, diese Erklärung, denn wir haben manchmal Wohngebiete, da sind alle Häuser in der gleichen Entfernung zu einer Eisenbahnlinie oder zu einer Kreuzung und nur einzelne Häuser haben dieses Problem, andere Häuser haben es nicht. Bis man mal in der Analyse drauf kam, dass quasi Rasendünger, wenn Sie eisenhaltigen Rasendünger verwenden und den vor dem Haus ausbringen, Sie quasi Eisenstaub in extremer Menge vor dem Haus verteilen, und zwar punktuell. Das heißt, der seinen Rasen düngt mit eisenhaltigem Rasendünger, verteilt diese Eisenstäube. Das war also Punkt 1 dieser Gelbverfärbung. Jetzt hat diese Gelbverfärbung aber in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Also auch die Erklärung mit Eisenstäuben hat nicht so richtig bei allen Punkten gegriffen. Vor allen Dingen auch nicht bei flächigen Verfärbungen. Das liest also die Punkte, die Flecken, das war dann nur einigermaßen klar. Aber es gibt bei weißen Kunststofffenstern eben auch flächige Gelbverfärbung. Da griff die Erklärung mit Eisenstäuben überhaupt nicht.
Sie sehen hier übrigens eine typische Verfärbung, leichte Gelbverfärbung der weißen Oberfläche. Und im Bereich der Schweißnaht hört diese Gelbverfärbung auf. Im senkrechten Bereich haben wir diese Gelbverfärbung so gut wie gar nicht. Und das ist dann schon mal seltsam, denn dieses Profil hier und hier stammen mit Sicherheit aus derselben Produktion. Das ist dieselbe Charge. Da ließ sich das jetzt nicht so exakt erklären. Gehen wir nochmal zurück. Man hat dann einige Untersuchungen angestellt und hat festgestellt, dass in normalen Reinigern, in Glasreinigern, die verwendet werden, Ammoniak- und terpenhaltige Zusatzstoffe drin sind, die für die Oberfläche bei Kunststoffen nicht geeignet sind. Interessant ist, wenn in Reinigern Zitronengeschmackszusatzstoffe drin sind, Orangengeschmacksstoffe, die dann eben entsprechend aggressiv wirken. Wenn jetzt Glas gereinigt wird mit diesen Reinigungsprodukten, bei denen eben Zitronen- und Orangengeschmacksstoffe mit drin sind, und diese Reinigungsflüssigkeit läuft am Glas herunter, läuft über den unteren Schenkel, dann haben Sie die Schweißnaht links und rechts so als wasserabführende Rinne und das Ganze läuft nur über den unteren Rahmen. Aber auch hier, das war irgendwie seltsam. Also Reinigungsprodukte, wie kann denn das sein? Wir haben dann festgestellt, dass es also bei den normalen Reinigungsprodukten so ist, dass sie Konzentrate heute häufig haben. Und wenn ich jetzt mal nachfrage, wer weiß, wie man das normale Spüli, nenne ich es jetzt mal, zu Hause einsetzt, dann man dreht es rum und drückt einmal kräftig drauf. Und wenn man jetzt die Gebrauchsanleitung liest, die auf dem Spüli hinten drauf steht, dann haben Sie in nahezu allen Fällen eine Dosieranleitung, bei der es heißt, 3 Tropfen auf 5 Liter Wasser. Das ist die Dosieranleitung von 90% aller Spülis, die wir zu Hause verwenden. Wenn Sie jetzt künstlich hergestellte Geschmacksstoffe da drin haben, wie eben saure Produkte, Zitrone und Orange, und Sie nehmen jetzt nicht 3 Tropfen auf 5 Liter, sondern Sie drehen das einmal um und drücken kräftig drauf und Sie haben 30 Tropfen und Sie haben keine 5 Liter, sondern Sie haben 2,5 Liter drin, dann ist dieses Spülmittel um den Faktor 20 gegenüber den Herstellerangaben überdosiert. Wenn jetzt saure Bestandteile drin sind, wie Geschmacksstoffe für Zitrone und Orange, dann sind diese Geschmacksstoffe um den Faktor 20 überdosiert. Während es in der Normaldosierung noch nichts ausmacht, ist eben eine Überdosierung um den Faktor 20 schon so stark und so sauer, dass es die Oberflächen von Kunststoff zerstören kann. Die Vorstufe, wenn Sie von so etwas betroffen sind, bevor sowas gelb wird, ist quasi eine Riefenbildung, die sich im Randbereich des Flügels bildet. Sie haben hier die Verkleinerung des Fotos, also die Großaufnahme. Wir haben hier unseren Rahmen, hier haben wir unseren Flügel. Wenn Sie jetzt diesen Flügel mit solchen Reinigungsprodukten reinigen, bei denen scharfe Reinigungszusatzstoffe um den Faktor 20, 30 überdosiert sind, Sie reinigen den Flügel, Sie schließen jetzt den Flügel, jetzt wird dieser Bereich des Flügels von der Dichtung abgeschlossen. Wir haben also Reinigungsprodukte auf dem Flügel drauf, das Fenster wird geschlossen, während auf der freien Fläche das Ganze weg verdunsten kann in die Atmosphäre, ist es im Bereich der Anschlagdichtung eingeschlossen und hat jetzt Zeit, um zu reagieren. Und dann ist das Erste, was sich bildet, bevor das Profil gelb wird, ein Aufquellen des Profils. Dieses Aufquellen hat nichts mit Weichmacherwanderungen etc. zu tun, sondern das ist eine chemische Reaktion auf unverträgliche Reiniger. In der Makroaufnahme sieht es so aus. Sie sehen das aber auch schon bereits mit bloßem Auge, diese Rillen. In der Makroaufnahme erkennen Sie hier sogar noch den Anschlagpunkt der Dichtung. Und das läuft einmal auf allen 4 Seiten durch, wenn Sie den Rahmen komplett reinigen. Häufig ist aber auf der unteren Seite, unten quer, sehr stark vorhanden, weil einfach Reinigungsmittel über die Glasscheibe und über den unteren Fries laufen. Im noch nicht ganz so starken Zustand erkennen Sie es dann hier. Das ist noch nicht ganz so stark entwickelt. Aber auch hier eine leichte Veränderung an der Oberfläche. Oder wie hier bei einem Kunden jetzt von mir, also nicht gutachterlich, hier die Streifen einmal unten quer, einmal senkrecht. Er hat das Ganze mit einem eigenen Reiniger einer großen Einkaufskette, also die großen Einkaufsketten haben ja zum Teil auch eigene
Produkte, die sie verkaufen. Er hat es mit einem Produkt dieser großen Einkaufskette gereinigt, in der Ammoniak dabei war. Ammoniak ist als Reinigungsmittel auf Kunststoffoberflächen gar nicht zugelassen. Die haben dieses Ammoniak aber dort drin, weil es einfach Oberflächen gut säubert. Und sie haben dieses Ammoniak aber in einer ganz geringen Dosierung da drin, so dass einfach nichts passiert. Wenn aber jetzt wiederum das Ganze nicht entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers angewandt wird und sie das um den Faktor 10, 15, 20 überdosieren, dann macht dieses Ammoniak eben etwas aus. Und Sie sehen das, ich habe das hier mal hingeschrieben, Sie haben auf 90% aller Reinigungskonzentrate die offizielle Mengenangabe 3 Tropfen auf 5 Liter Wasser. Ich habe jetzt hier ein Reinigungsmittel drin, das für Kunststoffoberflächen gar nicht zugelassen ist. Also hier sagt schon der Hersteller, nicht für Kunststoffoberflächen, aber beschrieben wird das Ganze für Fenster, Spiegel, Autoscheiben, Glastische. Und wenn wir das jetzt nochmal langsam lesen, Fenster, Spiegel, Autoscheiben, Glastische, dann wird klar, mit Fenster sind die Glasoberflächen gemeint, nicht der Fensterrahmen. Wird dieses Mittel jetzt eben für den Fensterrahmen eingesetzt, wird es zweckentfremdet eingesetzt. Hier gibt es Reiniger auf dem Markt, die haben Benzylalkohol als Zusatzstoffe zusätzlich zu Zitronengeschmacksstoffen. Benzylalkohol reagiert an der Luft, wandelt sich um und ist mit Oberflächen von PVC überhaupt nicht verträglich. Und auch hier, es handelt sich auch hier um ein Konzentrat, wird dieses Konzentrat um ein Vielfaches überhöht eingesetzt, gehen die Oberflächen im Bereich Kunststoff kaputt. Wichtig ist dieser Bereich der Aufquellungen. Die Gelbverfärbungen können Sie ohne eine Analyse in einem Labor nicht hundertprozentig bestimmen. Kommt es jetzt von Eisen oder kommt es jetzt vom Reinigungsmittel? Wenn aber diese Aufquellungen da sind, dann ist sicher, dass Reinigungsmittel eine Rolle spielen. Bevor quasi über Reinigungsmittel das Ganze gelb wird, haben Sie diese Aufquellungen, diese Rillen, die sich im Bereich der Dichtung bilden. Und das ist das sichere Zeichen, hier wurden Reinigungsmittel überdosiert angewandt. Das ist jetzt übrigens so ein Reiniger, der von einem großen, Supermarktkette verwendet wird. Übrigens Gebrauchsanleitung aus dem Jahr 2015. Inhaltsstoffe übrigens für Fenster gedacht. Inhaltsstoffe Ammoniak und Parfüm. Wenn Sie das Ganze im Internet aufrufen, kriegen Sie nur die englischsprachige Gebrauchsanleitung, obwohl das Produkt in Deutschland hergestellt wird. Aber Sie haben Ammoniak und Parfüm drin, beides Mittel, die für die Kunststoffoberfläche nicht geeignet sind. Das war 2015. 2017 verschwinden diese Zusatzstoffe. Die haben also auch gemerkt, da passiert etwas, wir verändern unsere Rezeptur und passen auf. Aber wir haben eben draußen jetzt jede Menge Schäden an gelben, verfärbten Fenstern, die jetzt eben schon da sind. Wir haben aber auch nach wie vor andere Hersteller, die einfach Parfüme, Ammoniake, Duftstoffe in ihren Reinigungsprodukten drin haben, die dann eben diese Riefenbildung, das Aufquellen oder die Gelbverfärbung von Profilen verursachen. Das Reinigen wird schwierig. Also man kann solche Oberflächen reinigen. Der Endkunde kann es definitiv nicht mit Haushaltsmitteln und schon gleich gar nicht mit den Mitteln, mit denen er sowieso schon das Problem verursacht hat. Wenn Sie sowas reinigen, Sie sehen auf der linken Seite die unser gelb verfärbtes Profil. Hier sehen Sie den Anschlag, unsere Anschlagdichtung. Unterhalb der Dichtung haben Sie nichts. Gelbverfärbung ausschließlich am unteren Profil. Sie müssen das Ganze mit einem sehr scharfen Reiniger herunterreinigen. Sie müssen die Oberfläche quasi chemisch abhobeln. Sie müssen die Dichtung schützen, die dran ist, durch Abkleben. Dann wird mit einem relativ scharfen Reiniger die Oberfläche angelöst. Der Schmutz wird im Mikrobereich quasi abrasiv entfernt. Im Anschluss muss die Oberfläche gewaschen werden. Jetzt muss die Oberfläche wieder versiegelt werden mit einer Lackierung, damit die aufgeraute Oberfläche wieder glatt wird. Und dann können Sie das Fenster wieder dem Kunden übergeben und hoffen, er reinigt mit etwas anderem als mit dem Mittel, mit dem er das Ganze gelb bekommen hat. Der Arbeitsaufwand ist relativ hoch, um sowas hinzukriegen. Hier sehen Sie übrigens mal das Vorher-Nachher-Foto. Rechts haben wir noch die gelbe Oberfläche, links haben wir die gereinigte Oberfläche.
Das war noch in der Anfangszeit, als wir hier an der Analyse dran waren. Was man hier sieht, ist übrigens eine kleine Erhebung. Die haben wir damals noch nicht erkannt. Die hat sich auch nach dem Reinigen hier zum Teil noch fortgesetzt. Heute weiß ich, okay, das war diese Aufquellung. Das wussten wir damals noch nicht, als wir die Reinigung gemacht haben. Haben wir es einfach nur an den Fotos später dann wieder erkannt. Es wird also sehr aufwendig, die Fenster zu reinigen. Die Gütegemeinschaft der Kunststofffensterprofile hat im Moment im Internet eine Veröffentlichung zu diesem Thema, um einfach die Leute zu sensibilisieren. Wenn Sie selbst Kunststofffenster verkaufen, achten Sie darauf, Sie können das kostenlos aus dem Internet herunterladen. Geben Sie das Ihrem Endkunden mit. Wichtig ist allerdings, diese Farbhervorhebungen, die stammen jetzt von mir. Das habe ich hinzugefügt, auch dieser rote Kasten. Denn hier werden als geeignete Mittel Geschirrspülmittel genannt. Das ist insofern richtig, sofern die Dosierung beachtet wird. Und das ist das, was draußen eben überhaupt niemand beachtet. Und wenn Sie jetzt zu Hause sind heute Abend nach der Messe, schauen Sie mal auf die Rückseite Ihres Spülis oder Ihres Reinigungsmittels, welche Dosiereinheit dort draufsteht. Ganz wichtig, Dosiereinheiten beachten, aber ganz wichtig auch hier, nicht geeignet sind, Scheuermittel, Benzin etc., Reinigungsmittel mit Orangen- und Zitronenaroma, Salmiakgeist, weil der eben ammoniakhaltig ist, schwefelhaltige Mittel. Zumindest diese drei, Orangen- und Zitronenaroma und Salmiakgeist, haben Sie aber sehr häufig in Reinigungsmitteln drin. Und es wird vom Endkunden sehr häufig auch für die Oberflächenreinigung der Kunststoffprofile verwendet. Das verursacht die Gelbverfärbung, die wir seit ein paar Jahren bei den Kunststofffenstern beobachten. Somit bin ich mit meinem Vortrag durch. Ich bedanke mich.